Manus 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Ja, hallo, Leute. Der Auftrag ist ja gesagt, der Auftrag ist klar. Biete Feuerschutz. Wir müssen vor und dieses Terminal hacken, die Daten extrahieren. Und wie schon angekündigt, will ich jetzt während des Gameplays näher auf die Einheiten eingehen. Hier haben wir ein Alien-Soldat und einen großen grauen. Die roten Augen auf dem Boden bedeuten, dass wenn wir das betreten, dann werden wir gesehen, dann werden wir entdeckt. Wir sind ja geheim unterwegs, wir sind ja eine Terroreinheit. Und bisher noch im Verborgenen. Bestätigt. Hier bei ihr haben wir gesehen, der ist ein Gremlin dabei. Das sind so fliegende Roboter, die die Soldatin in dem Fall begleiten. Die können entweder heilen oder hacken. Rücke aus. Also man kann zum Beispiel einen verwundeten Soldaten, der jetzt nicht direkt neben einem steht. Oh, Feuer eröffnet. Auf den großen Grauen. Sie sehen uns. Und wir sind entdeckt. Wir sind aufgedeckt. Das ist auch neu. Schwerter. Der Reflexschuss, den gab es auch schon bei XCOM. Benutze ich sehr gerne. Er kommt mit dem Schwert. Zum Glück daneben. Hier sehen wir, er ist noch nicht entdeckt worden. Der Ranger. Jetzt ist er auch aufgeflogen, aber der Ranger ist unabhängig von der Truppe, kann er sich unentdeckt bewegen. Perfekt, um den Hinterhalt im Hinterhalt quasi noch zu machen, wie soll ich sagen. Und der Ranger hat Schrotflinte und Schwert. Die toten Aliens droppen Ausrüstungsgegenstände, meistens Waffenteile zur Verbesserung der Waffen. Sehr schön. Auch erledigt. Ja, weiter aufs Ziel zu, kann man da nur sagen. Feuerschutz. Das hier ist der Grenadier, der hat eine Minigun und einen Raketenwerfer. Verstanden. Jetzt mal schauen, was da liegt. Sehr schön. Nähere mich der Zielposition. Haben es mit Advent zu tun. Das ist ein Advent Commander und ein Advent Soldat. Verstanden, bin unterwegs. Bestätigt. Überwachung läuft. Positiv. Biete Feuerschutz.
Verstanden. Bin unterwegs. Scanne Gebiet. Bin im Zentrum. Na, er hat mächtig Wumms, die Waffe vom Commander. Mehrere habe ich hier auch als Headshot, unter anderem den Grenadier. Hab ihn erwischt. Rücke zur Zielposition. Rechts oben sehen wir eine Zeit ablaufen. Das ist die Missionszeit, wie viele Runden noch bis zum Scheitern quasi der Mission. Aber wir sind ja jetzt schon ganz nah an dem Terminal, können es quasi gleich. Oh, das ging leider daneben, eine Schwertaktion. Feind steht noch. Wir können das Terminal quasi gleich hacken und dann ist die Mission geschafft. Dieser eine Feind noch, der Schwerthieb ging ja leider daneben. Bin schon unterwegs. Scanne Gebiet. Was wunderbar gut geht, ist das Individualisieren der Einheiten, der Soldaten. Das gefällt mir sehr gut. Schon unterwegs. Also fast bis ins letzte Detail kann man da sich die Soldaten zusammenstellen, wie man das gerne möchte. Oh, jawohl, das war der Feind ausgeschaltet. Der letzte Feind. Manus 1-5, wir orten keine weiteren Kontakte bei Ihrer Position. Das Gebiet ist gesichert. Rücken Sie zum Ziel vor, bevor die Ladungen explodieren. Manus 1-5, die Uhr tickt. Die Sprengladung Uhr tickt. Mag ich eigentlich gar nicht bei diesen Missionen, diesen zusätzlichen Druck noch. Roger. Ja, da bin ich mir ein bisschen unsicher, was ich machen muss. Aber mit ihm hier. Doch, theoretisch könnte ich hacken. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich es nicht mache. aber sie hackt das jetzt. Suche nach ungesicherten Zugriff. Ja. Status bestätigt. Mission erfüllt. Vielen Dank fürs Zuschauen.